Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg und Sichtbarkeit durch deinen Online-Auftritt ins Business. Eine weitere Folge zu meinem Buch. Wie werde ich im Internet sichtbar? Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Wie werde ich im Internet sichtbar? Wenn du im Internet sichtbar sein willst, findest du in diesem Buch viele Tipps und Tricks. Am Anfang lassen wir den ganzen technischen Schnickschnack einfach weg und konzentrieren uns auf den Spaß, die Möglichkeiten und die Erfahrungen. Deine beste Tätigkeit bringt dir nichts, wenn keiner davon weiß. Ist das Buch etwas für dich? Sollst du dich im Internet zeigen? Ganz klare Antwort: Ja. Dein Einstieg in mehr Reichweite und Kundengewinnung durch Content, also Inhalt. Soziale Medien sind zu einem wichtigen Medium für Interaktion und Kommunikation geworden, ähnlich wie das gute alte Telefon. Ohne eine aktive und konsequente Präsenz in den sozialen Medien wirst du im Internet nicht sichtbar sein. Produkt, Handwerk, Handel, Hobby oder Dienstleistung – komplett egal. Auch für dich ist mindestens eine passende Plattform dabei, um dich kreativ und vor allem konstruktiv im Internet zu zeigen. Du suchst einen Leitfaden, der praktisch, zielgerichtet und leicht verständlich ist? Hol dir hier einen grundlegenden Überblick über die Möglichkeiten im Internet, deine eigene Homepage, vielleicht sogar Blog und einige der bekanntesten sozialen Netzwerke zur Gewinnung von Neukunden und Information für Bestandskunden. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Homepage, Website, Blog und viele weitere Möglichkeiten führen dich Schritt für Schritt zu mehr Sichtbarkeit im Internet für deine potenziellen Kunden. Auch Printmedien und einige andere Offline-Medien werden behandelt. Guter Mix zwischen Offline und Online für dein Business. Deine Vorteile. Soziale Medien sind das am schnellsten wachsende Marktsegment der Welt. Dies ist ein sehr informatives Buch, das praktische Ratschläge gibt, wie du dich im Internet sichtbar machen und dein Unternehmen auf verschiedenen Online-Plattformen wie Blogs, sozialen Netzwerken usw. so effektiver gestalten kannst. Auch Emojis, Hashtags und einige andere Fachbegriffe sollen ihre Erwähnung finden. Zeige dich sozial, authentisch und menschlich. Erzähle eine Geschichte, erzähle deine Geschichte. Teile Erfahrungen statt Wissen. Wissen wird genug konsumiert, allerdings kaum umgesetzt. Deine Erfahrung wird benötigt. In diesem Buch geht es weniger darum, wie du im Internet Geld ausgibst, Ads, also Werbeeinschaltungen, und noch weniger darum, wie du im Internet Geld verdienst. Auch ist es nicht direkt Marketing, da es nicht direkt um den Verkauf deiner Marke oder deiner Dienstleistung geht. Hier geht es um dich und deine Unternehmung, wie du sie im Internet sichtbar machen kannst, und ich werde versuchen, dir den sozialen Gedanken bei sozialen Netzwerken näher zu bringen. Im Vordergrund stehen immer der Mensch und die Geschäfte zwischen Menschen. Soziale Medien sind für ein Unternehmen besonders wichtig, da es den Nutzern ermöglichen, Produkte, Dienstleistungen oder Marken bekannt zu machen. Soziale Medien sind jedoch nicht nur ein trendiges Marketinginstrument für Unternehmen, die mit dieser Form der Kommunikation noch nicht vertraut sind. Sie sind auch eine Quelle für konkrete Informationen, die zur Verbesserung der Verkaufs- und Marketingstrategien beitragen können. Kurz gesagt, Blog, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn und Co. sind Medien, die es dir ermöglichen, Informationen zu teilen und zu empfangen. Viele Unternehmen sind sich zwar bereits ihres Nutzens für Marketingstrategien bewusst, sollten sich aber auch mit ihrem Potenzial als Informationsquelle befassen. Vielleicht stellst du fest, dass das, was du für den besten Ansatz gehalten hast, am Ende doch nicht so gut war. Soziale Medien können dir helfen, zu lernen, wie du die Qualität deines Produkts oder deiner Dienstleistung verbessern kannst. Du kannst der
Beste in egal was sein. Dies wird dir allerdings nichts bringen, wenn keiner von dir weiß. Soziale Medien und Internetportale sind wie echtes Leben. Du unterhältst dich mit Menschen, mit gemeinsamen Interesse und die Portale gestaltest du ähnlich wie dein Geschäft. Deine Chance für einen weiteren Auftritt bzw. eine Präsentation von dir im Außen. Das Buch zeigt dir auf einfache Art und Weise, wie du Social Media und Online-Marketing für deinen Auftritt im Internet nutzen kannst. Wenn du im Internet sichtbar sein willst, findest du in diesem Buch viele Tipps und Tricks. Am Anfang lassen wir das Technische einfach weg und konzentrieren uns einfach auf alle Möglichkeiten. Mehr dazu findest du auf markusflicker.com und im Buch Wie werde ich im Internet sichtbar? Social Media für deinen Online-Auftritt auf Amazon zu finden. Danke für deine 5-Sterne-Bewertung, Daumen hoch, dein Feedback, dein Kommentar. Freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.